Braveheart von und mit Mel Gibson kennt wahrscheinlich jeder. Die Geschichte um den heroischen Freiheitskämpfer William Wallace und den feigen Schottenkönig Robert the Bruce hat immerhin 5 Oscars gewonnen. Dass dabei Robert the Bruce viel schlechter dargestellt wird, als er tatsächlich war, wird aber oft vergessen. Outlaw King will es anders machen und der historischen Figur gerecht werden. Das Netflix-exklusive Historiendrama wurde fast ausschließlich in Schottland gedreht und hat 120 Millionen Dollar gekostet. Inflationsbereinigt also ungefähr so viel wie Braveheart. Viel Geld, um dem Nationalhelden Robert the Bruce eine angemessene Bühne zu bieten. Im Film ist Robert the Bruce ein mutiger Heerführer, der auch nach harten Rückschlägen an seinem Ziel festhält, als schottischer König unabhängig von England zu herrschen. I wear this crown as a symbol of my duty to serve the Scottish people. Dagegen ist er in Braveheart zaudernd, nur auf seinen Vorteil bedacht. Zu allem Übel steht er auch noch unter der Fuchtel seines Vaters. It is time to survive. Dass er sich doch gegen die Engländer wendet, ist nur dem Opfer von William Wallace zu verdanken. You have bled with Wallace. Now bleed with me. Doch was stimmt nun? Tatsächlich hatte sich die Familie The Bruce anfangs auf die Seite des englischen Königs Edward I. geschlagen. Auch Robert the Bruce wechselte mehrmals die Fronten, schmiedete Bündnisse mit anderen schottischen Adelsfamilien. Dadurch wollte Robert den Thronanspruch seiner Familie stärken. Your title gives you claim to the throne of our country. But men don't follow titles. In Braveheart wird Robert immer wieder von William Wallace gebeten, doch die Schotten als König zu vereinen. And if you would just lead them to freedom, they'd follow you. Eine völlige Verdrehung der historischen Fakten. Wallace unterstützte in Wirklichkeit Roberts Konkurrenten John Balliol. William Wallace. Some consider him a martyr. Others a madman. What do you think? Aus diesem Grund wird Wallace in Outlaw King nur erwähnt. I think he's a man who loves his country. Ein ursprünglich vorgesehenes Aufeinandertreffen mit Robert the Bruce wurde herausgeschnitten, auch weil die Macher einen direkten Vergleich mit Mel Gibson vermeiden wollten. Dass sich Braveheart so wenig an historische Fakten hält, hat einen einfachen Grund. Hauptquelle für den Film war ein Gedicht über William Wallace, das über 100 Jahre nach dessen Tod verfasst wurde. Wichtiger als historische Genauigkeit war für Drehbuchautor Randall Wallace die emotionale Ebene. If this story doesn't move me, if this story doesn't speak to my heart, it can't possibly speak to anyone else's. So all I know how to do is to tell the story that inspires me. So tragen die Schotten in Braveheart blaue Kriegsbemalung, gut 1000 Jahre zu spät, und Kilts, mehrere hundert Jahre zu früh. Die Schlachten sind ein wildes Gemetzel, Kampfgeist ist wichtiger als Schlachtordnungen oder Taktik. Outlaw Kings Regisseur David Mackenzie wollte stattdessen der historischen Figur Robert the Bruce gerecht werden. One of the important things to do was to try and create a sense of authenticity and to delve deep into what it would be like to live life in Scotland 700 years ago. Zwar entspricht auch Outlaw King nicht immer den historischen Fakten, Ereignisse werden zusammengefasst oder stark vereinfacht, doch der grobe Ablauf des ersten schottischen Unabhängigkeitskrieges stimmt. 1304 unterwirft sich die Mehrheit der schottischen Adligen dem englischen König Edward I. Robert the Bruce tötet seinen Konkurrenten John Comyn. Daraufhin lässt er sich mit Unterstützung der schottischen Kirche zum König krönen. Doch in der Schlacht bei Methven wird er vernichtend geschlagen und muss auf die Hybriden flüchten. In Braveheart nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. In der Schlacht von Falkirk wird William Wallace von Robert the Bruce verraten. Das kann höchstens symbolisch gemeint sein, denn bei der Schlacht war Robert the Bruce gar nicht dabei und schon gar nicht auf Seiten des englischen Königs.
Auch mit der Gefangennahme von Wallace hatte er nichts zu tun. No! Nach einem englischen Historiker wurde Wallace wahrscheinlich von seinem Diener verraten. Outlaw King zeigt den tatsächlichen Ablauf. Robert the Bruce und seine Anhänger bekämpfen die Engländer und englandtreue Adlige in einem Guerillakampf. Burg um Burg erobern sie Schottland zurück. Join us to Freeland! Seinen ersten militärisch wichtigen Sieg trägt Robert dann in der Schlacht von Loudon Hill davon, dem Finale von Outlaw King. Die Schlacht von Bannockburn war eben nicht eine spontane Entscheidung, wie Braveheart die Zuschauer glauben machen will. Vielmehr stand die Schlacht am Ende der Rückeroberung Schottlands durch Robert the Bruce. Die Konsequenz: Die Engländer waren auf Jahre besiegt. Obwohl Robert the Bruce in Outlaw King in einem deutlich positiveren Licht erscheint, war der echte schottische König mehr als nur ein kluger Heerführer. Unter seiner Herrschaft wurden Gesetze verschriftlicht und Sheriffs sorgten im ganzen Land für Ordnung. Das heutige, moderne Schottland hätte es ohne den echten Robert the Bruce so nie gegeben. Auch wenn Filme nur Fiktion sind, formen sie doch, bewusst oder unbewusst, das geschichtliche Verständnis der Zuschauer. Outlaw King konzentriert sich deswegen auf sein historisches Fundament und vermittelt einen Eindruck von den komplizierten Unabhängigkeitskriegen. Braveheart will eine unterhaltsame Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Freiheit und Tapferkeit. We fight for God, for honor, for country, for family. For yourselves, I do not care, so long as you fight!